Danke dir, Nathan. An der Stelle möchte ich gerne weitergeben an Gideon. Gideon, Juden, Bundeswehr, Antisemitismus, Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Vielleicht sagst du uns ein paar Worte dazu. Dankeschön. Ja, die Bundeswehr, meine Damen und Herren, eignet sich ganz gut, um intern oder im Umfeld Antisemitismus darzustellen, als auch gegen den Westen, gegen Israel. Warum, komme ich gleich. Wenn man also die Bundeswehr als solches betrachtet, die Masse der jüdischen Soldatinnen, auch die haben wir inzwischen, und Soldaten, fühlt sich pudelwohl in der Bundeswehr, macht keinen aggressiven Antisemitismus mit. Es gab so im Durchschnitt die letzten Jahre 120, 125 offizielle Fälle von Antisemitismus und Rassismus in der Bundeswehr, da dort hart geahndet wird in der Bundeswehr, kann man annehmen, dass die Dunkelziffer etwas höher ist. Aber gerade in der Bundeswehr, ich glaube, es gibt kaum eine Institution, die nicht so massiv gegen offensiven geäußerten Antisemitismus vorgeht. Soweit das rosarote Bild. Die Bundeswehr hat mit ihrer inneren Führung, mit dem Staatsbürger in Uniform, ein Konzept geschaffen, was ideal multireligiös ist, multikulturell, multinational ist, wenn man so will, und damit ein Muster für die Integration aller möglichen Strömungen. Das muss man anerkennen. Wenn man aber jetzt in den alltäglichen Bereich hineingeht, wird man natürlich, und ich kann dem ja nur beipflichten, die jüngsten Studien, die unterstellen immer so zwischen 30-45% verschiedenste Art von Formen von Antisemitismus in der Bevölkerung, wobei erstaunlicherweise die Linken dort nur wenige Prozent unter den Rechten liegen, um da mal deutlich darauf hinzuweisen. Also dann wäre es verwunderlich, wenn wir das in der Bundeswehr nicht hätten. Natürlich kommt es vor, dass zum Beispiel ein General zu mir sagt, also Israel, das ist ja ganz schlimm, was die da treiben, aber sie sind ja deutscher Jude und damit sind sie ja quasi Deutscher für mich und haben damit nichts zu tun. Der hier zum Ausdruck kommende sekundäre Antisemitismus, wie man so schön sagt, ist natürlich frappierend. Auch die Meinung, man kann hier die deutschen Juden vereinnahmen in das deutsche Volkstum hinein. Und diese Bestrebung hat es immer wieder gegeben nach 1945. Das sind die guten Juden und die bösen Juden, die sind die, die in Israel existieren. Das gibt es nach wie vor, das gibt es überall in der Gesellschaft. Ist aber nicht bezeichnend für die Bundeswehr. Zumal die Bundeswehr exzellente Beziehungen in allen möglichen Bereichen, die ich hier nicht näher erläutern möchte, zu dem Staat Israel hat. Aber wenn man sich anguckt, was der Bund jüdischer Soldaten in den letzten Jahren an Zeitaufwand hatte mit Ex-Generälen, die sich nicht sofort antisemitisch geortet haben, sondern eher im Bereich der neuen Rechten, ein bisschen diffuser Begriff für diejenigen, die zwar nicht per se antirassistisch sind, aber eine gute deutsche Tradition haben wollen, eine geschlossene Gemeinschaft. Und entweder passt der Jude da rein oder aber wegen Holocaust wird er ausgegliedert, dann ist der Jude schuld daran, dass der Deutsche nicht zu sich selber finden kann, dann ist er zu bekriegen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geschieht dann über Briefe, Eingaben, über den Generalinspekteur, wo sich dann Ex-Generäle darüber äußern und beklagen, dass der Bund jüdischer Soldaten zum Beispiel vehement dagegen eintritt, dass Kasernen nach einem Nazi-Idol namens Mölders benannt werden. Das geht nicht so. Diese Gefechte dort, etwas fern der Öffentlichkeit, führen wir sehr intensiv. Das hat jetzt etwas abgeebbt. Ich hoffe, und das meine ich jetzt durchaus sehr ernst, das ist ein biologisches Problem, was sich überholt. Wir haben zurzeit das nicht im jüngeren Bereich. Soweit zur Bundeswehr, meint man. Wenn man aber sich dann anschaut, was sich so in rechten Foren, in linken Foren und in islamistischen Foren, übrigens immer wieder mit den gleichen Argumentationssträngen gegen die Bundeswehr richtet oder gegen Juden in der Bundeswehr, dann erweitert das den Horizont enorm. Dann hat man nämlich nicht mehr den einfachen, dumpfen Rechten, der irgendwo in die Bundeswehr reingerutscht ist und da sein Unwesen treibt,
ein Disziplinargerichtsverfahren kriegt und dann entlassen wird, sondern wir haben die große Weltverschwörungstheorie, die wir dort betreten. Fangen wir damit an, dass natürlich viele aus der älteren jüdischen Generation in Deutschland ihre Probleme damit haben, dass Juden in der Bundeswehr sind. Das ist nachvollziehbar. Viele haben diesen Weg nicht gewählt. Auch da findet sich so einiger, wie man so schön sagt, Lashon Hara über jüdische Soldaten. Das wird begierig dann auf rechten Webpages aufgenommen, um darzustellen, dass die Juden ja eine doppelte Loyalität haben und dass die Juden jetzt schon die Bundeswehr unterminieren. Wenn man dann in solche Webpages reingeht wie Germania.net, Tiazi.net oder dergleichen, da wird also zum Beispiel, wie mein Sohn mir berichtete und dann auch einen Snapshot aufnahm, im Tiazi.net aufgerufen zum Weidmannsheil der Taliban auf meine Person, als ich in Afghanistan im Einsatz war. Das Gleiche findet man dann auf islamistischen Webpages und immer die gleiche Argumentation: Die Bundeswehr ist entweder ein imperialistisches Element oder ein zionistisches Element. Sie führt auf jeden Fall den Krieg eines zionistischen okkupierten Systems und letztendlich wird in Afghanistan Israel verteidigt. Eine interessante Auffassung. Diese Weltverschwörungstheorien gegen die Bundeswehr als solches meinen natürlich auch unseren Staat. Und damit komme ich zum Eigentlichen. Wir sollten eine Perspektivverschiebung vornehmen, was wir auch an Botschaft nach außen bringen. Der durchschnittliche Deutsche, der sieht dort Israel im Kampf mit den bösen oder lieben Palästinensern und mit einem Konflikt, mit dem er nichts zu tun hat. Besser oder schlechter für uns dann, die Juden sind schuld an dem Konflikt und bringen auch noch den Islamismus nach Deutschland, weil sie dort unten den Konflikt anheizen. Das ist eine durchschnittliche Auffassung in der deutschen Bevölkerung. Nicht unbedingt, dass die von jedem geteilt wird. Aber genau diese Auffassung, die reflektiert nicht, dass der Islamismus, rechte und linke Antisemiten gegen unsere Wertegemeinschaft, gegen unser System zielen, dass sie eine Weltverschwörung im Kopf haben, mag es nun vulgär marxistisch, islamistisch oder rechtsextrem völkisch begründet sein. Im Endeffekt ist alles genau das Gleiche. Und diese Querkoalitionen, die ich dort sehe, Querfronten, entwickeln sich zunehmend. Wenn wir uns anschauen, dass linke Gruppen in Beirut zusammen Kongresse abhalten, wenn wir sehen, dass Rechte darüber faseln, dass die Iraner ja eigentlich auch Arier sind und gewisse Palästinenserbereiche auch Arier sind und man zumindest zeitweise Bündnisse mit ihnen eingehen könnte, dass die Bundeswehr einen Hilfswilligen oder Hiwi-Armee des zionistischen Systems ist, dann müssen wir das einfach mal mehr publizieren, das müssen wir nach außen bringen. Dann haben wir vielleicht auch eine Chance der Bevölkerung, der Mehrheitsbevölkerung, die, so meine ich, mehrheitlich anti-israelisch ausgerichtet ist, klarzumachen: Israel, das sind wir alle. Wir sind Israel. Danke.